Hallo Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht habe nach der letzten Aufnahme, ja, wie wir das jetzt hinkriegen mit der Schwester anlocken und so. Aber gut Ding will Weile haben. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Auf jeden Fall, wenn wir die Klingel drücken, können wir die Schwester holen. Und jetzt ist halt die Frage, was können wir noch machen? Vielleicht können wir ja doch nochmal zur anderen Patientin gehen und die... Achso, dann geh mal durch. Geh einfach durch, genau. Vielleicht können wir die irgendwie hierher locken oder so. Vielleicht hat ja die andere was damit zu tun. Oder eben auch nicht. Reden mit. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But yeah. I know it. Let me just think for a second. Ja. Ach so, wir können auch weiter raten. Was hatte ich das letzte Mal gesagt? Mary? Ich nenne jetzt mal Elizabeth. Elizabeth. No. You're wrong. Leave me alone. Please. Just leave me alone. Und wenn wir einfach weiter raten? If you really are a friend, bla, bla, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Ich meine, immerhin... But I know it. Ja, immerhin wird ihr... Joan. 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 No. Okay, meh. Letzter Versuch. But I know. Es werden halt schon 4 Antworten gegeben, was normalerweise ja gar nicht wäre. Meh, nee. Ach, hier geht's noch weiter. Anton Burton. Alice. Oder Sarah. So, es sind noch gar nicht alle Namen. Alice. Alice. No. Leave me. Aber Alice ist toll. If you really are, then but I ja, ich weiß, es ist nicht die richtige Art, aber jetzt haben wir... Anne Burton. No. Oh. You don't know. Leave me alone. Du kleine Lügnerin, du. So, und was ist, wenn ich ihr den Kram jetzt hier irgendwie mal gebe? Wie kann ich das machen so? Willst du das haben? Shall we swap our name bands? Ja. Mother always told me. I can't. Oh, ja. Und wenn du die Scherbe nimmst? Und das Ding? Hier ist niemand, der es nehmen wollen würde. Okay. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal was anderes machen. Irgendwas in dem Badezimmer vielleicht, was es doch noch zu tun gibt. Oder so. Geh hinein. Aber mein Kamerabild ist immer so ätzend davor. Das hätte ich mal vorher ändern sollen, aber ich vergesse es immer. Geh einfach ins Klo und wühl da nochmal rum. Ekliges Zeug suche. Ich habe schon eins. Ja, lecker. Schmecker. Notiz. Können wir da noch irgendwas machen? Vielleicht könnten wir eine Nachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Mit Blut. Untersuche. Ich kann mich nicht ansehen. Okay. Benutzen. 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 Also, wenn wir den Namen von der Dingsbums wissen, dann hätten wir eher schon mal das Namensband geben können. Immerhin. Waschbecken. Mach den Wasser an aus. Läuft nicht mehr. Heißes Wasser? Vielleicht geht ja auch noch irgendwas kaputt oder so. Und vielleicht können wir das ja füllen? Benutzen. Untersuchen. Einweg-Medikamentengefäß für Tabletten und Flüssigkeiten. Und wenn wir bei der Toilette jetzt irgendeinen Blödsinn machen? Ich muss schon pinkeln, seit ich aufgewacht bin. Na, dann geh mal Pipi machen. Das ist schön, dass wir dabei zugucken können. Lass laufen. Kann sie jetzt pinkeln erst seit der Wasserhahn läuft? Ist ja bei manchen Menschen so.
So, und jetzt, der Deckel ist schon oben. Schließe den Deckel. So, und jetzt können wir bestimmt hier... ich versuche es blind immer hinzukriegen. Der Deckel ist unten. Okay. Müsste eigentlich das zweite sein. Das da. Deckel ist unten. Hä? Was ist dann das? Jetzt spülen wir. Okay. Oh. Irgendwas passiert? Alles okay? Viel, viel heißes Wasser. Oh, jetzt sehen wir was im Spiegel. Ale. Moment mal. Weil der durch den Wasserdampf. Ich kann mich nicht ansehen. Nein, aber untersuch das bitte mal. Da steht doch was. Ale. Vielleicht ein Hinweis auf den Namen der Mutter? Das ist ja geil. Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Mit dem Dampf. Alleine schon, weil es ein Zufall war, dass ich heißes Wasser genommen habe. Ich wüsste jetzt gar nicht, heißes oder kaltes Wasser. Das ist natürlich interessant. Dann sieht man vielleicht bei den anderen... War, ich weiß gar nicht, waren da noch Spiegel? Nee. Bei den anderen waren, glaube ich, keine Spiegel. Aber vielleicht hätte man dann auch da heißes Wasser deswegen anmachen können. Eil. Vielleicht sowas wie Eil. You really are a friend. But I know it. Eil. Irgendwas. Die Namen waren es ja alle nicht. Hm. Was hatten wir noch nicht, Sarah? Sarah. No. Hm, dann nie. Weil hier ist ja kein Dings. Machen wir auch hier heißes Wasser. Wir machen mal einfach überall heißes Wasser an. Und wenn sie da dieses Stück Scheibe da noch irgendwie ranhält dann, aber das gibt es ja gar nicht als Option, so hier Scheibe ranhalten und dann sieht man das. Guck mal, jetzt ist doch immer noch heißes Wasser. So, jetzt wird es nämlich wieder dampfig. Sehr scharfes Stück Glas aus dem zerbrochenen Spiegel. Aber irgendwie war das auch erst mehr seit ich die Spülung benutzt habe, ne? Kommt das jetzt wieder mit dem Dampf? Hm. Bitte unterlassen Sie es Nachrichten auf den Spiegel. Und deswegen wurde da auch ein Hinweis drauf gemacht. Ist doch schon heiß. Sagt sie das nicht? Es ist schon heiß. Wann ist es denn mal heiß genug wieder, damit ich das Eil sehen kann? Weil sie soll dazu mal was sagen. Oder ist es ein notwendiger Schritt oder so, dass man erstmal Pipi machen muss? Hm. Mach doch noch mal Pipi.
muss das nicht nochmal tun. Da, jetzt kommt's wieder. Also man muss aber trotzdem irgendwie nochmal pinkeln gehen dafür, ne, anscheinend. Sag doch mal was dazu. Ist voll wichtig. Ich denke halt immer, ich stehe vielleicht falsch. Muss ich jetzt den Wasserhahn ausmachen, oder? Und wenn du jetzt das Ding nochmal benutzen. Du stehst hier direkt davor und da ist voll Eil hingeschrieben worden. Obwohl das, glaube ich, nichts bringt, weil die Scheibe gehört, Scherbe gehört sonst wohin. Eil. Und wenn wir jetzt dann die Schwester holen, sie daraufhin aufmerksam an, oder muss ich den Wasserhahn jetzt ausmachen? Ich weiß es nicht. Spiel verwirrt mich. Benutzt die Klingel, verdammt. Noch mal eins. Drücken! Bestimmt werden wir irgendwann angemeckert. Someone is coming. Oh-oh. Have you rang the bell? Is there an emergency? Nein, aber da steht was. Ich habe ihn aus Versehen gedrückt. Tut mir leid. Ich wollte sie nur daran erinnern, dass ich bereit bin. Ich wollte sehen, wie lange sie brauchen, auf die Klingel zu. Und ich fühle mich benebelt. I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine. I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Oh. Can you please tell me your name and your date of birth? Susan Ashworth, 24. Mai 1970. Ha, ich habe am 23. Mai Geburtstag. Sie ist ein Zwilling. Wollen Sie mich verarschen? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ich werde nichts nehmen. Geben Sie mir Ihren Namen, damit ich eine dicke, fette Beschwerde einreichen kann. Wollen Sie mich verarschen? Ich bin mal so frei. Are you kidding me? I'm not taking any medication. I'm not ill. Oh, you should know we are only following the doctor's orders here. You do want to get better, don't you? Now, let me have a quick look at your name band. Und nein, jetzt guckt sie irgendwie nach dem Armband. Wenn wir das jetzt getauscht hätten, würde das gar nicht gehen. Aber dann würde sie auf das andere gucken. I strongly suggest you take this, all right? Drogen nehmen, verweigern. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Oh nein. Jim, can you come in, please? Oh nein. Was habe ich getan? Der Jim. You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. Uh-oh. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Oh nein. Scheiße. Oh nein. Können wir irgendwas machen? Das aufhalten. Oh Kacke. Ich glaube, jetzt wachen wir demnächst wieder in unserem Bett einfach auf und es geht weiter. Now, go back to your room and rest. Ja. You'll be able to relax and have a great sleep. Shit. Ah. Sheila. Das ist der Name. Aber warum sehen wir das jetzt auf die Art? Ist alles so beschlagen? Warum? Und deswegen auch das Eil. Sheila. Okay, die ist voll neben der Spur, die Gute.
Und es ist meine Schuld. Kannst du noch mal auf Klo oder? Shayla. Okay. Das ist bestimmt der Name der Mutter. Also war das notwendig, dass das jetzt passiert? Wir gehen einfach mal raus. Wir haben den Namen lang genug gesehen. Oh, die Arme. Die ist voll... voll neben der Spur. Voll auf Tabletten. Oder Spritze oder was auch immer. Und das ist auch alles so verzerrt jetzt. Ja, ich gehe da rein. Hm, die Arme. Warum das Spiel immer noch so langsam läuft, weiß ich nicht. Aber meine Fraps-Zahl geht auch enorm gerade runter. Warum das immer so viel frisst, checke ich aber auch nicht. Schon gar nicht mit der neuen Grafikkarte und allem. Naja, egal. So, leg dich hin. Ich glaube, das ist das Beste, bis wir wieder ein bisschen in Ordnung sind. Oh, die Arme. So. Ich hoffe, ihr geht's jetzt wieder besser. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Das ist schon heftig. Die Arme. So. Ich mache mich mal wieder auf die Socken. Kia, Shayla heißt seine Mutter. Wir wissen es jetzt. If you really are a friend, ja. Then they... But I know it. Shayla, da haben wir es doch. Also es musste passieren. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Yes. It was my mother who sent ja, you. Ja, deine Mutter hat uns geschickt, genau. I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. So, let's have a little chat, sweetheart. Weißt du, wie man hier rauskommt? Etwas stimmt nicht mit diesem Ort. Do you know how to get out of here? You're not supposed to get out. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. Mm-hmm. What is this red stuff? It's a drug. My favorite one. Red stuff takes the pain away. Ja, aber es kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. Was ist genau diese kleine Belohnung, die du erwähntest? Geht es dir gut? Lust zu quatschen, wie heißt? Sollen wir unsere Namensarmbänder tauschen? Was genau ist diese kleine Belohnung, die du erwähntest? What exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it. I drink it down. And my pain goes away. Mm-hmm. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it. But I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. Mm-hmm. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Geht es dir gut? Ich glaube eher nicht, aber... Are you all right? I'm fine.
Yes, it's all fine. Ja, mit dem roten Zeug schon. It's just hard to wait, you know? Auf das rote Zeug. They said I can have it. You know, yeah? So I wait here. Don't want to miss it. That nurse promised it to me. The one with the red glasses. Mm. But I think it's been 3 hours already. Ja, die. Why are they late? Do you think something happened? Nee, nee. Do you think she changed her mind? Nee, nee. Because I swear, if she did, I will hurt myself again. I swear to God, I will hurt myself again. Ja. I'm sure they'll be here in a minute. They're probably just very busy. That's all. Ja. Okay, alle ein bisschen verrückt hier. Wir sprechen uns später. Ja, sollen wir unsere Namensarmbänder tauschen? Wie Freundschaftsarmbänder? How about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favor to you, yeah? Well, technically you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. Tauschen I do halt. Want something better in return, though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. Du willst das rote That's Zeug. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. Ja, ja. What do you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. Wegen dieser Namensanwender, was genau ist diese? Ja, okay, wir sprechen später, ja? I'll talk to you later, yeah? Yes. Go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Okay, also wenn wir artig sind, kriegen wir dann auch das rote Zeug? Da ist die Schwester. Solange die hier sitzt, können wir natürlich auch weiter nicht an die Sachen ran. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von The Cat Lady. Mal gucken, wann, wie schnell wir dann an das artige rote Zeug kommen und mal gucken, wie artig wir sein werden. Im Moment waren wir es ja nicht so. Aber jetzt wollen wir damit rauskommen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.